So kann man auch so fortbewegen, ist auch geil. So, Achtung, Sperrgebiet. Ist kein Problem. Ich sehe auch hier einige Gefahren. Fuck. Okay. Ich dachte, ich könnte den unentdeckt töten. Na gut, immerhin. Es war nicht unser Ziel, unentdeckt zu bleiben. Komm schon. Fuck, einige Typen kann man nicht mit dem Schwert direkt killen. Da braucht man die Klinge, weil da machen die immer einen Direktkill. Verdammt, wir müssen mich verstecken. So. Ach, Geld in der Truhe. Wir haben schon 20.000. Alter Vater. Na gut, wir brauchen das Geld. Gut. Ich würde sagen, wir könnten so langsam anfangen, einige unserer Zielpersonen auszuschalten. Zum Beispiel ist doch einer relativ weit im Süden, ne? Fuck ey, es sind so viele Kisten auf dem Weg. Oh Mann. Na gut, machen wir erstmal die Kiste, danach die hier. Die können wir ruhig erstmal ignorieren. Sammle ich irgendwann später ein halt. Und dann gehen wir hier hin. Wir haben ja doch zum Glück irgendwo ein Pferd hier, oder? Ja doch, da vorne ist ein Pferd. Na, guck mal. Das kommt sogar auf uns zu. Dann nehme ich das gleich mit. Ja, vor allem so legt man auch echt schnell eine Strecke zurück. Ups, sorry. So, da hinten ist, glaube ich, die nächste Truhe. Sag mal bitte ja. Bitte ja. Ja. So, irgendwo hinterm Haus, ne? Ja. Ja, gucke mal an. Wenn es noch immer so schnell gehen würde. Ja, komm, gehen wir direkt hier hin. Erstmal aber den Turm hochklettern. Oh nee, ist das. Oh fuck, das ist das. Oh fuck. Ja, okay, die Mission beginnen wir dann halt eben gleich direkt. Weil ich meine, wir müssen hier eine Person killen. Es wäre gut, wenn wir vorher die Gegend auskundschaften. Er wird sich noch umbringen. Ja, vielleicht. Aber wie gesagt, erstmal die Gegend auskundschaften, bevor wir dann mit der eigentlichen Scheiße beginnen. Das heißt ja auch so schön, immer das Territorium kennen, weil dann hat man den Vorteil. Ah, und scheiße, das ist eigentlich schon eine richtig große Region hier, ne? Ich meine, gut, da ist der Rand. Man erkennt das an der hässlichen Baumreihe. Ne, aber wir waren gerade eben in der Stadt da hinten. Und die ist schon ein bisschen weit weg. Aber vielleicht scheint es gar nicht mal so weit, wie es tatsächlich entfernt ist. Kann natürlich auch der Fall sein. So. Die Herren Mönchen. Mönche. Mehrzahl von Mönch ist Mönche. Bevor jemand was mich korrigiert, ich weiß es selber. Oder? Nee, das ist doch ein Mönche, ne? Aber jetzt blöd, wenn ich das jetzt falsch sage. Aber ich bin mir eigentlich relativ sicher. Ja, gehen wir aus dem Weg.
Guck mal, das ist ein Pferd, ey. Ich glaube, das Pferd verfolgt uns. Na egal. Wir brauchen es eh nicht. So, Tübi. Moin, moin. Ah, da seid ihr ja. Hört, wir haben Stefano da Bagnone gefunden. Folgt einfach dieser Straße und ihr kommt zu dem Kloster, wo er Obdach sucht. Wartet, bevor ihr aufbrecht, nehmt dies. Benutzt es, um eine Ablenkung zu kreieren. Mein Dank, Freund. Die Kutte macht noch keinen Mönch. Die Abtei infiltrieren uns Stefano da. Bagnone eliminieren Stefano de Bagnone. So, jetzt wahrscheinlich ausgesprochen. So, Start. Was will der benutzen? Rauch. Rauchbomben betäuben und machen Scheiße. Gut. Lasset uns beten, Bruder. Beten? Wofür denn beten? Ah. Den Schutz des Herrn. Wenn ihr denkt, dass der Herr sich für unsere Angelegenheit dann wird... Fuck. Bitte, wenn ihr wollt. Täuscht euch doch. Ich muss warten. So. Ich dachte erstmal, ich muss unentdeckt bleiben, deshalb war ich so vorsichtig, aber anscheinend ist es vollkommen egal. Jetzt werde ich sehen, wer recht hatte. Wo ist Jacopo? Ich habe wohl nichts mehr zu befürchten. Sie treffen sich im Schatten der römischen Götter. Alle Angst seid ihr genommen. Requiescat in pace. Ja, ich bin hier. Ich würde mich nicht mit mir anlegen. Ich mag es nicht mehr, hier zu killen. Aber gut, wenn ihr es nicht anders wollt. Ich muss weg hier. Presto, presto. Wer kann schon von sich behaupten, Mönche gekillt zu haben? Wobei ich bezweifle, dass es tatsächliche Mönche sind. Vor allem sind Mönche auch nicht automatisch gute Personen, ne? Also ne, muss man auch sagen. Letztes Beispiel ist der Typ, den wir gerade eben gekillt haben. Auch eigentlich nur ein Templer. Na komm. Also eigentlich wäre es klug gewesen zu rennen, mein Freund. So, wo ist denn der Typ hier? Das ist der Typ, ne? Mit der Glatze. Den möchte ich mal beklauen. Ach, der hat ja nur 3 fucking Piepen dabei. Das geht ja nicht. Feigling, diesen Feigling, die haben mich 20 angegriffen. Ich soll ein Feigling sein. Ach, sorry, Leute, ne? Vor allem, ihr hättet mir helfen können, ne? Ich wusste ja nicht, eure Brüder hier fucking. Ne? Und so haben. Ja, vor allem auch ihr, ne? Ihr auch mit euren Schwertern unterwegs, ne? Na komm. Wir sollen ja nur aus dem Gebiet fliehen. Mission erledigt. 1500 bekommen. Krass. So, die Kutte macht noch keinen Mönch. Habe ich ja gerade gesagt, ne? Das sind nicht unbedingt nette Menschen. Und Rauchbomben erhalten, das ist auch gut. So, dann kennen wir uns auf jeden Fall in der Gegend schon mal aus. Weißt du was? Laufen wir doch einmal hier entlang. Können wir gleich die Kisten sammeln. So einmal um die Stadt quasi drumherum. Aber nee, Moment. Datenbank. Können wir mal gucken, welcher Typ das gerade eben war. Ziele. Aber ich glaube, der wird hier tatsächlich gar nicht mal als Feind gelistet. Jacopo de Pazzi. Das Geld. Er war der... So, okay. Ah, hier ist er gelistet. Jacopo de Pazzi, 1421. Bankier und Adeliger. Bernardo di Bandino...
Baconcelli. Das ist, glaube ich, nicht der, den wir gerade hatten. 1453 Bankier. Moment, das ist dann der Typ ganz oben rechts. Der Dicke. So, Stefano de Bagnone, 1418, Priester, Berater von Jacopo de Pazzi. Das ist dann der oben links, der Typ, den wir gerade gekillt haben. So, Antonio Maffei, 1450. Wer das ist, weiß ich nicht. Ich nehme an, der in der Mitte rechts. Ich meine, der ist der Priester, ne? So, Salviati. Francesco Salviati, 1443. Erzbischof von Pisa. Könnte in der Mitte links sein, also ist, ne, bei den letzten beiden weiß ich es nicht. Aber beim Rest ist es natürlich klar, wir müssen die alle killen. So, vor allem gehe ich, glaube ich, erstmal hier hin. Ist näher dran. Lasst mich in Ruhe. Das heißt, dass es im Spiel keine Kinder gibt. Okay, logischerweise sonst, ne? Wäre ja scheiße, wenn man Kinder hier killen könnte. Ich, doch, stimmt. Außer abgesehen von Ezios Schwester und seinen Brüdern, gibt es hier im Spiel eigentlich keine richtigen Kinder. Würde ich mal behaupten. Na, guck mal, machen eine Kiste mitten auf dem Feld. War das letzte Ding? Da war noch eins hier, danach hier. Ja, nehmen wir alles mit. Vor allem danach werden wir auf jeden Fall richtig gut Kohle haben. Das steht fest. So. Guck mal, das Pferd folgt uns tatsächlich echt ein bisschen. Ich glaube, das fährt nach uns. So, dann hier. Moment. So, ich könnte ja auf der Karte gucken, aber ich weiß, dass das nächste Ding auf jeden Fall hier sein wird. Also zumindest ist ja hier ein Turm, ne? Den klettern wir auf jeden Fall hoch. Ist ja auch ein relativ kleiner Turm, kann man sagen. So, dauert keine Minute hier. Wundervoll. Dam, 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 dam. So, und hol. Lol. Warum auch immer der nicht in den fucking Heuballen hier gesprungen ist. Der fucking ein paar Meter weiter entfernt war. Okay. Ah, doch. Gehen wir dahin. Da gehen wir hin. Andiamo! Fuck, eigentlich müssen wir die Rüstung mal langsam reparieren, weil wir haben schon zwei von den Symbolen, die rot sind. Moment, dann steigen wir mal runter hier. Achso, wir müssen hier runter. Vor allem haben wir ein bisschen Leben verloren, aber ich würde mich eigentlich nicht heilen. Also noch ist das nicht nötig. So. Ach cool, direkt draufgesprungen. Geil. Hab bestimmt vergessen, was das geht. Das ist Aussichtspunkt. Ach, hier kann man wegreisen. Okay. Gut, Aussichtspunkt klettern wir trotzdem mal eben drauf.
kann auch hier längs lang übers Feld. Stört jemanden, oder? Ich meine, hier gut, eine Hanfplantage. Ja, es ist ja pff. So. Hier ist keine Kiste, oder? Nee, ne? Ja. Schade. Ich nehme an, wenn wir alle Kisten hier gesammelt haben, müssen. Also alle Kisten gesammelt und die Leute hier gekillt haben, die wir hier killen müssen. Also unsere Missionsziele. Dann dürften wir so doch um die 30.000 haben. Wenn nicht sogar 35.000, ne? Weil, ne? Wir haben ja schon noch einige Küsten übrig. Na, guck mal. Fritz Ferdinand findet immer zu uns. Alter, Framerate, 30 FPS. Okay, und geht wieder. Will man nicht festhängen. Ach. Echt, ihr beide bewacht eine fucking Kiste. Ich würde den beiden Idioten nicht mal anvertrauen, ein fucking Heubein zu beschützen. Geschweige in einer fucking Kiste. Ja, wobei, da war 500 drin, ne? Ist ja auch nicht wenig. Ja, vorher, wir haben ja einen ziemlich krassen Fahndungslevel. Muss man auch bedenken, ne? Also auch nicht unbedingt ein Wunder, dass sie so krass vorgehen. So, ich will ja nur den Turm hoch. Das ist nicht mein Ruhe. Ist das eine Kirche? Ja, natürlich ist es eine Kirche. Aber ich zähle ganz sicher nicht zu euren Heiligen, Senioren. So. Ach, guck mal, ist eine Feder. Eine Feder. Ah, wunderschön. So, eins muss ich mir mal angucken. So, da sind zwei Kisten. Vor allem, da ist auch die nächste Mission. Wo ist denn das andere Ziel? Ach, das ist hier in der Stadt. Ne, hier sind zwei Ziele in der Stadt, habe ich gar nicht bemerkt. Na gut, wir sind ja eh außerhalb der Stadt, also machen wir erstmal die hier draußen sind. Pferd? Komm her. Oh shit, wir kommen hier nicht rein, ne? Ne, die Mauer ist zu hoch. Oui, oui, ist zu hoch. Très bien, je m'appelle. Runter. Nein, ich steig runter mit dir. So, elegant wie eh und je. Und danke für das Geld. Moment. Der ist draußen. Da klettern wir nochmal raus. Hier geht das sogar. Hä, wo ist das denn? Ah. So, fuck, jetzt haben wir das Pferd natürlich drin gelassen. Das ist dumm. Na gut. Macht man nichts. Na okay, der Turm ist jetzt nicht so weit weg.
Kann man sagen. Vor allem ist ein neues Pferd. Ja, wobei die Farbe gefällt mir nicht. Guck mal, 12.000 in der Truhe. Geil. Das heißt, die Truhe kann noch zweimal quasi gefüllt werden und danach müssen wir aber schon abholen gehen. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht unbedingt so dringend nötig, ne? So, Karte aktualisiert. Wie viel Turm war das jetzt? 27 von 73. Also kann man sagen, ein Drittel, ne? Mehr als ein Drittel. So, und vor allem alle in dieser Region, oder? Reinzoomen. Ich frage mich, warum hier noch so weiß ist, aber gut, kann man mir nicht erklären wahrscheinlich. Aber hier haben wir auch alle, ne? Auch innerhalb der Stadtmauern. Doch. Waren also alle. Komm, das braucht wobei noch kommen. Auch wenn das ein bisschen unnötig ist für den kleinen Weg. Hier drüben, Ezio. Ja, ja, ich komme ja gleich. Ich komme gleich. Noch eine Kiste. Hier drüben, Ezio. Moin. Wir haben Erzbischof Salviati aufgespürt. Er hat sich in dieser Villa verbarrikadiert. Nehmt einige meiner Leute. Nutzt sie, um das Feld zu räumen. Dann findet einen Weg über die Mauer, damit ihr das Tor öffnen könnt. Ah, meine eigene Armee befehligen. Das ist mal eine Abwechslung vom heimlichen Erdolchen. Das mag ich. Ich auch. In der verschlossenen Türen. Die Wachen der Villa mit Hilfe von Marius Söldnern überwältigen und Francesco Salviati eliminieren. Bum, bum, bum. Moment, Moment, Moment. Wir haben ja Männer, ne? Männer! So. LB und dann Y, um Befehl zu angreifen. Mal sehen, aus welchem Holz die Wachen geschnitzt sind in diesem Mist. Die Mauern haben 100 Jahre gestanden. Das war's. Das Gute dabei ist, wenn die gegen die Leute kämpfen, können wir einfach von hinten angreifen. So. Sehen wir mal nach. Halt, im Namen der Kinder. Aber woher? Na komm. Um euch kümmere ich mich selber. Ah, fuck. Touchwaffe. Wir werden beschossen. Fuck, der Bogenschütze nervt irgendwie. Weißt du was, wir erleben erstmal den hier. Auf ihn! Schnell! Er entkommt uns! Ey, ich will den greifen. Ach, fuck you. Dieses Mal entkommt er nicht. So, aber nicht, ey, mein Freund. Nee, 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 nee. Das hab ich gesehen. So, was sind all die Männer hier verteilt, ey? Kriegen die nichts hin? Tot. Kein Unfall. Hat jemand das Schwein von... So. Easy. Ey, komm mal mit, ey. Steine werfen bringt nichts, mein Freund. So. Ich glaube, der wollte gerade so oder so aufgeben, aber ich hab den einfach mal trotzdem gekillt. Mami, die erste Runde geht auf mich. Ja, ich würde mal sagen, ich habe den größten Teil gemacht, aber gut. Kommen alle zusammen. So, wisst ihr, wo es reingeht? Nee, ne? Na, ich würde mal, wir müssen irgendwo hier lang. Stimmt, hier über die Mauer klettern, sonst kommen die nicht rein. Aber können die Typen überhaupt klettern? Oder ist... Okay, die können nicht klettern. Na, weißt du was, dann machen wir einfach... Machen wir... Seid bereit, Männer! Der Assassine ist da! Ich muss irgendwie das Tor... Ja, das wollte ich gerade sagen. Erst müssen wir den Typen hier... Wow, Alter, fast vom Dach gefallen. Was tut... Da ist er! Ich habe euch gewarnt, Assassine! Ihr hättet besser zugehört! Ihr seid erledigt, Assassine! Hört ihr mich?
Erledigt. Ja, ja, ja. Ihr Templer, ihr singt alle das gleiche Lied. Oh, oh. Denkt ihr, ein paar Söldner machen mir Angst? Ha! Das sollte. Soll ich eure Überreste anbieten? Das ist ein toller Plan. Unsinn, hab ich den erledigt? Werdet ihr eure Männer in den Tod schicken. Wo ist Jacopo? Er weiß, dass ihr ihn sucht. Er kommt nur in der Dunkelheit, um die anderen zu treffen. Das ist die Antwort auf wann. Jetzt zum Wo. Der Glaube sollte Trost bringen. Nicht Schmerz. Requiescat in pace. Oh, scheiße, ich habe gleich gemerkt, dass das unser Ziel war.